So, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Assassin's Creed 2. Ja, wo waren wir eigentlich zuletzt stehen geblieben? Wir haben, ja, sind wieder natürlich in der letzten Folge sind wir zurück nach Florenz gegangen. Wir haben hier diesen Bereich, diese Aussichtspunkte haben wir noch nicht gemacht gehabt. Und hier ist auch ein Rennen, den haben wir auch noch nicht gemacht gehabt. Da war ja auch so, dass ich gesagt hatte, ja, das mit dem Rennen kann ich einmal hingehen. Machen wir dann, wenn ich hier die restlichen Sachen aufgedeckt habe. Ja, und ja, weiter weiß ich halt wirklich nicht, was dann noch, was noch gewesen war. Auf jeden Fall werden wir uns jetzt erstmal. Falls es jetzt nicht wirklich. Ja, Gerechtigkeit, du und dein Gerechtigkeit. Ihr wisst nur, ihr Italieners wisst ja auch noch nicht mal, was Gerechtigkeit ist. Okay. So, das Problem, was wir hier jetzt wieder haben, ist, dass es wieder. Ja. Also das heißt, ich muss einmal nochmal neu starten, weil wie ihr gesehen habt, ne, war es halt so, dass dass es wieder geruckelt hat. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich weiß es echt nicht. So, wir stellen den Timer auf 45 Minuten, weil bei Assassin's Creed 2 haben wir immer 45 Minuten gemacht. Dementsprechend habe ich jetzt natürlich den Timer jetzt gestellt. Das heißt, die Folge wird halt einfach länger sein als nur 45 Minuten. Was ja auch nicht schlimm ist. So, wie war mein Tag? Ich habe euch bei Assassin's Creed habe ich euch gesagt gehabt, dass wir dass ich einen Termin beim Neurologen war. Jetzt da man nicht weiß, was es ist mit meinem Kopf, muss ich jetzt ein MRT für ein MRT-Gespräch, oh, ein Termin, Entschuldigung, MRT-Termin machen, damit die ein Bild von meinem Gehirn haben, um zu herauszufinden, was es halt ist. Natürlich war es nicht, was nicht wirklich erfreulich oder nicht zufriedenstellend. 11 von 100, nicht zufriedenstellend damit halt, weil ich hatte eigentlich gehofft gehabt und auch gedacht, ja, vielleicht, ne? Warte, wie war das? So. Vielleicht habe ich ja das Glück, dass ich dann, ja, dass ich dann halt weiß, was mit mir los ist, damit man halt weiß, ja, halt, was mit mir halt los ist. Aber irgendwie, ja, da meinte die Neurologin, nein, es muss ein Bild gemacht werden. Ich so, ja, super, tolle Scheiße. Auf gut Deutsch gesagt, tolle Scheiße, weil aus dem Grund weiß ich immer noch nicht, was ich habe. Und ja, es sieht halt mit meinem Studium, sieht das halt wirklich sehr, sehr mau aus, weil die Schmerzen an der Schläfe halt extrem sind. Wirklich extrem. Und ja, was soll ich dazu noch sagen, ne? Ja, es ist einfach, ne, man weiß nicht, was man hat, man überlegt, ne. Dementsprechend ist auch mein Ehemann, ja, sehr zickig, würde ich jetzt mal behaupten, sagen. Aber es ist nicht nur sehr zickig, sondern auch, da war irgendwas oben. Da gehen wir doch jetzt mal eben wieder hoch. Nee, da hoch. Und
Was ich ja natürlich auch verstehen kann. Ne? Ich ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, ja, ich kann dich nicht verstehen, hör mal auf damit, ne? Und ja, keine Ahnung. Und natürlich kommt auch bei ihm halt das so, die Gedanken halt, ja, was ist mit meiner Frau? Was hat sie? Und wieso weiß man nicht, was sie jetzt genau hat? Und da war es halt so, dass ich das dann halt dementsprechend die Laune halt ist. Und ja, ist halt, ne, man hat halt viele Bedenken, man hat, ja, bange Sorgen, ne, davon mal, ne, da sag ich, deswegen sage ich ja auch nichts. Und ja, wir sind halt sehr, sehr true in der, oh, ja, okay, 4000, ich muss gleich mal zum Schluss, gleich erstmal zurück zur Villa. Oh, nein, geh hoch. Wir haben nämlich Florin. Okay. Nee, geh mal wieder hoch. Da hoch. So, und hier drüber. Nee. Ezio. Genau, wir spielen ja jetzt mit Ezio Auditore. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier mal gespeichert. Jetzt muss ich einmal gucken, dass wir irgendwo uns einen Schnellreisepunkt holen. Ich weiß nicht, ob ich das hier jetzt schon habe. Schnellreisestation, okay, werde ich mir hier mal eben markieren. Ist hier irgendwas in unserer Nähe? Wir sind da. Nicht wirklich, würde ich jetzt mal behaupten. Nee, ist wirklich, das ist wirklich näher an dem dran. Und ja, und klar, in der gestern gab es halt sehr viel Streitereien. Ja, nicht Streit jetzt so in dem Sinne von wegen, ja, wir Ehepaar, das streitet sich ja. Ja, aber ja, es war halt etwas. Ich kann das nicht. Jedenfalls nicht so gut. Alter, heb doch diese verdammte Kiste auf. Ich weiß nicht, was mit der Maus los ist. Ich kann nicht. Also, deswegen funktionierte das nicht, weil ich den komischen Kauz angevisiert habe. Echt jetzt, Ezio. Also, genau, springen. Naja, okay, so zwar nicht, aber egal. Wir wollten eigentlich zur Villa Auditore. Hat er immer so langsam... Salute a voi. Das nennt er schnell? Ja, wo ist jetzt die Schnellreise? Ist das hier? Doch nicht die Schnellreise. Nee, da. Halt, stopp. Moment. Da. Nee, das ist einkaufen. Oder? Oh. Ah, nee, okay. Nee, war doch Schnellreise. Okay. Ja. Was gibt's denn noch? Es ist halt, ja, wie gesagt, es ist halt etwas, ne, angespannte Situation, sagen wir mal so. Es ist wirklich angespannt, wo wir, ja... Wo wir halt wirklich uns nicht in die Köpfe halt sehr viele Meinungsverschiedenheit haben. Und ja, und dann halt, ne, dementsprechend ist unsere Reaktion. Wieso verstecke ich mich jetzt da?
Manneskraft. Ach toll. Wo ist denn jetzt meine Villa? Da oben. Wieso laufe ich? Warte mal, da hoch muss ich, glaube ich. Datenbank Söldner. Ich glaube, das haben wir ja schon, ne? Irgendwie bin ich immer noch falsch. Ja, schön, Rebecca. Du kannst diese Söldner bestimmt bezahlen, damit sie für dich kämpfen. Geh einfach zu ihnen hin. Ja, das habe ich doch schon letztes Mal vorgelesen. Vielleicht arbeite ich zu viel. Irgendwie. Ey. Wisst ihr was? Ich mach's jetzt kurz und schmerzlos. Ich werde hier mich auf dem Dach hier auf die Dächer schwingen und dann zur Villa, weil den Weg nach unten von unten kenne ich nicht, weil ich ja meistens ja immer von den Dächern gekommen bin, statt auf normalen Wegen, sagen wir mal so. Ja, Claudia Auditore haben wir auch schon gelesen. So. Buongiorno. Buongiorno. Salute, Ezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Ja, komm, mach hin da, Alter. Also, wir haben den Kunsthändler, die Bank, den Schmied, Arzt und der Rest ist alles voll. Moment einmal ganz kurz. Was? So, und ja. Also wir haben jetzt wirklich der Schneider, der Arzt, die Schmiede, die Bank und der Kunsthändler, meine Güte. Also verfügbar 5.000, 7.000, 3.000, also ist der Arzt günstiger? Ja, da steht gar kein Preis. Ach so, weil wir da das zweite ja schon haben. Ah, da ist also der Arzt ist jetzt noch da, den wir machen müssen. So, und die Miete. Da haben wir aber nicht das Geld und auch die Bank. Haben wir auch nicht. So. Wieso habe ich D gedrückt? Keine Ahnung. So, das heißt, Monteric Wert ist auf 200 bla 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 gestiegen. Los. So. Man sieht auch, dass sich die Villa auch anders ist, ne? Okay, so. Jetzt müssten wir einmal wieder zu unserer Schnellreise, falls wir mal den Weg wirklich wieder finden, hier rauszugehen, weil natürlich, ne, ich habe irgendwie das Talent, ne, dass ich die, die Schnellreise nicht wirklich, ne, nicht beherrsche, aber ne, halt einfach so, ja, Larila ist so, ne, Orientierung gleich null, ne. Nee, wir wollten eigentlich tatsächlich nach Florenz. Nordtor. Osttor. Ja, gehen wir dahin. Dankeschön. Ben Onweil. Verstehe ich jetzt zwar nicht von meinem Ehemann.
Okay. Jo, natürlich holen wir uns hier auf jeden Fall schon mal die nächste Codex-Seite. Dann haben wir das auch schon gleich hinter uns. Bevor wir uns dann hier wirklich an den Aussichtspunkt machen, an den nächsten. Und ja, da halt weitermachen. Natürlich werde ich wie immer und wie gewohnt auf den Dächern spazieren gehen, weil, ne, weil Ezio das ja natürlich kann, ne? Und ja, wir halt im richtigen Leben auch, aber die Gefahr, dass wir da runterfliegen. Dieses Mal entkommst du mir nicht. Aber ja. Wir würden uns halt wirklich doch irgendwie verletzen oder sonst irgendetwas. Auf jeden Fall, ne, würden wir das so nicht schaffen, wie Ezio Auditore halt, ne, es schafft halt. Wobei ich eigentlich frage, also ich weiß, man kann das nicht im richtigen, in Real Life kann man das nicht machen, glaube ich, das wäre ein Ding der Unmöglichkeit. Aber man sagt ja nicht, ne, es ist, nichts ist unmöglich, ne? Und bevor jetzt jemand kommt, Toyota, nee, danke, nichts damit Toyota, ist es einfach, wo ich sage, nee! So, wir sind wieder anonym. Da ist ein Dieb, den wollen wir aber jetzt nicht haben. Wir wollen tatsächlich uns um die Codex-Seite kümmern. Was? Runter oder ich schieße, weil... ja, okay. Soll er ruhig. Also nicht schießen, bitte. Ich bin hier doch nur zu Gast, zu Besuch. Ja. Und... ja. Wo war die jetzt? Wo ist die jetzt? Sagen wir mal, frage ich mal... Also wenn die hier nicht... Ey, was mache ich denn heute? Komm, weißt du was, Edna? So, ganz einfach. Ach, da. Da sind die. Okay, vielleicht sollte ich nicht mit dem hier, sondern irgendwie damit. Okay, das vielleicht nicht. Aua. Nee. Das hier. Ja, warum nicht gleich wie in... Warum machen wir das nicht wie in Assassin's Creed? Bald wird nichts mehr von dir zum Begraben übrig sein. Komm schon, Alter. So. Ich wollte, die will dir ja auch nichts. Aber ich muss die hier anvisieren. Oh! Ey, weißt du was? Jetzt reicht es mir mit. Hier, geh sterben. So. Sterben. Okay. ja. ja, geh sterben. Das Problem ist,
Das wird natürlich wieder ja, extremst unter natürlich wieder auf Verfahndung stehen, ne? So, aber wir haben 25% weniger. Andrea? Wer ist Andrea? Ja. Wir gucken mal, wo wir jetzt als nächstes hindüsen. Wir werden uns diesen schönen Aussichtspunkt holen. Aber ich habe hier gerade irgendwo ein Geschäft gesehen. Da. Jo, oh. Fantastische Metallarbeiten. Schmiede. So, reparieren bitte. Oh, alles reparieren. Dankeschön. Danke, danke, danke. Dann die... nee, das sind die... Ein Vergnügen, Signore. Ach nein. Ich wollte doch noch weiter. Meine Güte hier. Echt jetzt. Ja, wink du mal. Ich will hier Rüstungen holen. Haben die hier irgendwas? Ei. 6.000. Die haben damals für 6.000. Und ich denke, ja, ich weiß, ich habe nicht das Geld. Gott erbarme dich dieses schwarzen Schafes. Ja, weiß ich nicht. Geh mal die Vögel fragen, die halt, ne, das getan haben. Vögel, alles klar. Ja. Was? Ja, welch ein... Ja, genau, welch ein Können. Ja, ich sag jetzt mal dazu nichts, ne? So, das seid ihr. Da ist mein Aussichtspunkt. Ach ja. Da gehen wir balancieren. Nein! Wir gehen hier hin. Boah. Ich weiß nicht, irgendwie, weil ich so lange nicht gespielt habe, habe ich es wohl irgendwie verlernt, schneller zu gehen? Irgendwie. Keine Ahnung. Adler, weg da! Beziehungsweise. So, und wir haben die nächste Karte entdeckt, aufgedeckt, so. So, damit haben wir das jetzt auch. Dann werden wir hier uns mal zu dem nächsten Aussichtsturm gehen, weil bevor wir irgendwie was machen, ne? Alter, ich hätte gar nicht runterspringen brauchen. Naja, okay. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier viel zu lahmarschig laufe und gegen Wände oder Vorwände. Ja, nee, gegen Wände, genau. War ja richtig. Wer sagt denn schon Vorwände? Ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass er dennoch irgendwie natürlich mal wieder. Ja. War typisch. Ja, die Santa Maria Novella. Mal gucken. Okay, passt auf. Ich werde das euch vorlesen, weil ich weiß nicht, ob wir das schon hatten. Oder nicht, aber Rebecca 84. Also ich erkenne eine Herausforderung, wenn ich sie sehe. Geh und finde diese Gruft. Die erste große Basilika von Florenz, Santa Maria Novella, wurde 1420 geweiht, obwohl sie noch nicht fertiggestellt war. Der berühmte Humanist Leon Battista Alberti entwarf die Fassade und stellt die Kirche 1440
1470 fertig. So. Dennoch gehen die Ursprünge von Santa Maria Novella bis vor die Kreuzzüge zurück, bis zu einem antiken Oratorium, welches an selber Stelle stand und angeblich ein verstecktes Grab enthielt. Bis heute bleibt die Gruft unentdeckt. In diesem Zusammenhang eines meiner Lieblingszitate aus der Basilika, welches auf dem Bild eines Grabes geschrieben steht: Ich war einst, was ihr seid, und was ich bin, zu dem werdet ihr ihr. Cool, also, das heißt, wir haben hier eine versteckte Gruft. So, jetzt ist die Frage. Ja. Ich wollte eh runter. Dankeschön. So. Pardon, ich wollte nicht respektlos sein. So. Aber wo ist dieser? Wo können wir hier rein? Oh. Unglaublich, du hast die Wahl, Freund. Da. Es geht uns Laju, da ist er. Auf ihn. Was denn? Ich hab doch nichts gemacht, ihr Idioten. Du drehte dein Shirt. Du! Ich hab doch jetzt echt keine Lust, euch mit euch mich zu prügeln. Alter, verpisst euch! So. So. Danke. So. Erinnerung zurzeit nicht verfügbar. Bitte später wiederkommen. Achso, wir könnten einmal auch Medizin mal eben nehmen. Wenn wir hier schon mal dabei sind. Ladro, die ewige Verdammnis soll dich heimsuchen. Ich mach mich besser aus dem Staub. Genau, mach das. Ich weiß nicht, was wir dafür brauchen, weil da steht ja Erinnerungsfragment. Die Frage ist jetzt, was genau an Erinnerungsfragment ist. Weil wie gesagt, ich spiele dieses Spiel blind und ich habe keine Ahnung, was die von mir wollen. Beziehungsweise, was ich tun sollte. Oder welches Erinnerungsfragment denn gemeint ist. So, einmal springen. Du lässt mich hier in Ruhe, weil ich gehe... Lass dich jetzt gerade mal in Ruhe, weil... Ach ja, ja, keine Ahnung. Ich meine, ich würde ja gerne, ich will ja, die Erinnerungsfragmente ja holen. So ist es ja nicht. Problem ist einfach nur, wie ich das machen soll. Und wie ich an diesen Grab komme. Ich will unbedingt dieses Grab haben. Und jetzt muss ich muss überlegen, wie ich das mache. Oder ich weiß dir was. Oder ich schaue gleich mal nach. Und, wie gesagt, ich schaue dann einfach nur nach. Ich muss mal irgendwas trinken.
damit ich einmal weiß, was gemacht werden muss. Ich meine, wir haben ja eh noch ein bisschen Zeit. Und ja. ...5000 schon wieder. Ja, da heißt wieder direkt, ne? Versteckter Grab war das. Ja, die Gräber. Also. Okay, also da komme ich halt später drauf und nicht jetzt, also halt, wie gesagt, ich sag's jetzt mal so klipp und klar heraus, wir werden automatisch auf diesen Grab kommen oder stoßen, besser gesagt, also brauche ich mir jetzt da keine Gedanken darüber zu machen oder verschwenden. Ich guck gerade... wo wir hier hin müssen, aber... So. Und ja. Ja. Ja, auf jeden Fall, ne? Musste halt erstmal nachlesen, wie man da kommt, weil, wie gesagt, ich spiele das Spiel halt blind. Und es ist immer, ja, okay, das ist nicht gerade die feine englische Art, da einfach mal nachzugucken oder generell, ne? Aber ich sage mal so, in gewissen Punkten ist es halt gut, einmal zu wissen, ne? Ob wir da, was wir da machen muss, weil da war ja so ein Erinnerungsfragment, versteht ihr? Und ich weiß nicht, ob dieser Erinnerungsfragment, was damit zu tun hat. So, und deswegen, ja. Ihr wird schnell müde werden, also nichts Riskantes, Männer. Wartet auf eure Chance. Wir können ihn zur Piazza schaffen. Das Feuer wird erst in einer Stunde entzündet. Mhm. Macht schon, bringen wir schnell zu Ende. Ja, das... Dafür... Das, Alter. Sack. Verdammt! Geh! Sterben! Aua! So. Genau. So.
Ich bin zu jung, um zu sterben, genau. Oh ja. Genau. Schön. Ja, und ich beschlaue die Toten. Ach, so was Böses aber auch. Nee, eigentlich nicht, eher weniger. Was wollen die schon mit dem Geld, ne? Die brauchen das nicht. Wir haben's nötiger. Codex-Seite. Und wieder eine Codex-Seite gefunden und somit, ja. Haben wir es auch schon mal, das war ja schwer. Nee, ich war das nicht. Ja, und was ich auch gelesen habe heute, in den Nachrichten war das, und zwar war irgendwie, oh, ich wollte ihm nichts tun, dass in Baden-Württemberg eine hochansteckende Pest ausgebrochen ist. Ja, ihr habt richtig gehört, eine hoch ansteckende Pest ist in Baden-Württemberg ausgebrochen. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt lachen soll darüber oder eigentlich mir die Hand vors Gesicht klatschen soll, ne? Oder vor die Stirn besser gesagt, weil, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ne? Aber, es ist halt, ne, wenn Menschen meinen, Experimente zu machen, dass das kommt nicht gut, Leute. Das kommt echt nicht gut. Und, ja, das ist halt, ne. Was soll man dazu noch sagen, ne? Aber, naja, manchmal, ganz ehrlich, manchmal geschieht das der Menschheit auch recht. Ne? Würde mich nicht wundern, dass irgendwie sowas kommt wie Resident Evil mäßig. Versteht ihr, was ich meine? So richtig eine Zombie-Apokalypse. Aber naja, da glaube ich halt eher nicht dran, ne? Das wäre, naja, ist halt nur eine kleine Fantasie, ne? Und ja. Und ja, ne? Aber würde mich auch nicht wundern bei manchen Menschen, die halt meinen, Gott spielen zu müssen und ja, und dann nicht an die Konsequenzen denken. Tschüssi. Ich war das nicht. Ezio, lauf. Lauf. Kletter besser. Ja, auf jeden Fall, als ich das gelesen habe, ist mir mein Shake fast, ja, aus dem Mund gespritzt, weil ich halt lachen musste. Warum lache ich über Sachen, wo es ist, man denkt, hallo, bisschen Mitgefühl? Nein, weil es ist nun mal eine Dummheit von Menschen, die meinen halt irgendwas machen zu müssen, was nicht richtig ist. Oder irgendwie, ja, halt, ne, Gott spielen zu müssen, was aber auch nicht richtig ist. Es ist einfach falsch. Und Forschung hin oder her, das hat damit nichts zu tun. Das hat schon nichts mehr mit Forschung oder Wissenschaft zu tun. Das hat einfach nur noch zu tun, um das Ego berühmt und ja, weiß der Geier noch was, wisst ihr? Und ja, und das ist jetzt halt in Baden-Württemberg die Pest halt ausgebrochen ist. Naja, ist halt nicht verwunderlich. Ist halt nichts Neues, ne? Sagen wir mal so. Es ist nichts Neues. Wie macht man das? Ja. Und irgendwo, ne, denke ich mir auch, ja, ist die Menschheit halt in vielen Sachen selber in Schuld, weil sie es selber verursachen und dann ist das Theater halt groß. Also tut mir leid, das ist halt meine Meinung und nein, es tut mir nicht wirklich leid. Das Problem ist, es gibt zwar ein Heilmittel für die Pest, aber es geht
Und aber nicht, es ging halt um die früheren Pests und nicht um diese mutierten Pests. Ne? Gedöns. Und ja, genauso wie mit dem Corona. Die Menschheit meint, Gott zu spielen und ein Virus zu erfinden und ne, genetisch ne, so zu verändern und das dann Tieren verabreichen. Klar, dass Tiere damit eben auf gewisse Art und Weise immun sind, ne, ist ja auch irgendwo normal, ne, sind halt Tiere und keine Menschen. Wobei von den Tieren das Verhalten doch irgendwo besser ist als bei Menschen oder bei einigen Menschen, ne? Ja. Ist halt so. Was, wo ich halt, ne, wie gesagt, ist halt klar, wenn jetzt wirklich in Baden-Württemberg, jetzt wo die Pest, die hat eine hoch ansteckende Pest sogar. Also heißt eine extrem mutierte Pest vorzug, wo das normale Heilmittel gegen die Pest gar nicht wirkt. Das heißt, wenn die da sich dann wirklich extrem ausbreitet in Baden-Württemberg, dann hat Baden-Württemberg nicht nur die Corona-Scheiße, sondern auch die Scheiße ne, am Dampfen, was halt diesbezüglich betrifft. Ne? Ja, halt. Sprich halt, ne, eine Pest wieder. Und ganz ehrlich, Leute, Entschuldigung, aber manchen Menschen verdienen es. Wirklich. Also bei manchen Menschen wünsche ich mir wirklich, dass die die Pest am Arsch haben. Wisst ihr das? Und, auch wenn das jetzt, wo andere sagen, ja, kannst du ja auch nicht sagen, doch kann ich sagen, weil es sind meine Meinung, es sind meine Gedanken und ich bin nicht so, ah ja, und oh, die armen Menschen, ja, arme Menschen, diese komm, Menschen, Freunde, ich habe heute frisch gefangene diese Menschen, na, machen die Natur und alles nur kaputt und tausendmal schlimmer als, ja, als alles andere. Ihr seht schon stärker aus. Ja, danke schön. Auf jeden Fall, ja. Wollte ich da, wie gesagt, ich habe darüber, war am Lachen. Ich hatte ein breites Grinsen in der Gesicht gehabt. Und ich hatte damals, zu meinem Mann noch gesagt, pass auf, was ich dir sage. Deutschland wird wieder die nächste Pest am Arsch haben. Und wo ich das gestern gelesen habe, ich habe das gestern auch meinem Mann erzählt. Und da hat er mich nur ganz komisch angeguckt, habe ich gesagt, ja, warum, was ist? Und da hat er gesagt, ja, woher, manchmal frage ich mich auch mal wirklich, woher du das weißt. Und ich so, es ist halt, ne, Menschen meinen ja halt, Gott spielen zu müssen und, ne, denken, ja, machen wir mal. Und da ist ja auch kein Wunder, dass dann irgendwas wiederkommt. Ich meine, der Coronavirus ist ja noch immer noch in vollen Zügen. Und jetzt, wo man ja die Mutation von Corona halt weiter fortschreitet, ne, glaube ich nicht mehr wirklich dran, dass dieses Impfstoff oder das ganze Geimpfe irgendwie nützlich oder hilfreich ist, weil es wird irgendwann, früher oder später, eine Mutation geben, die kein einziger Impfstoff helfen wird. So, ganz einfach. Ist halt so. Und ja, ist halt, ne, wo ich dann sage, Alter, wie kann man? Wie? Buongiorno. Und naja, sollen wir uns die Liste anschauen? Ich meine, klar, auf einer Art ist das schon schlimm.
scheiße, ey. Also Leute, ganz ehrlich. Ja. Dummheit von Menschen. Buon viaggio. Ich sag ja nicht, dass alle Menschen dumm sind. Ich meine nur die, die meinen, mit einem Virus spielen zu müssen und mutieren zu lassen. Ja, die es nicht mehr geht, ne? Und dann wundern sie sich dann alle, ja, warum ist das jetzt passiert? Ja, keine Ahnung. Ja, eigentlich doch Ahnung. Ihr habt ja auch schließlich, ne, damit rumgespielt, Experimente gemacht, bis zum geht nicht mehr. Und, ne, und dann wundert ihr euch, warum das halt so dann ist. Ja, nee, ich muss mich nicht wundern. Bin ich ehrlich. So, wir gehen jetzt wieder zurück zu Florenz. Und zwar gehen wir dahin. Ja, wir gehen da. Und ja. Ahnung. Also, wie gesagt, es tut mir wirklich leid. Ja, Republik, genau. Die man eh mal ja nicht mal in die Tonne werfen sollte. So, wir werden uns, wir hätten auch... Die Stadt hat in ihrer Weisheit beschlossen, eine neue Steuer auf alle Exportwaren zu... Was hast du denn hier? Ach nee, das, du bist der Schnellreise. Nicht, was hast du denn da, ne? Wir werden jetzt uns zum Rennen begeben. Naja. Sag mal, bist du Rittersporn? Rittersporn! Ich gehe jetzt ins Rittersporn. Scheiße. Der ist genauso eine Klette wie Rittersporn. Unser Kämpfer. Gemälde. Taufe. Primavera. Was macht man eigentlich mit den Gemälden? Ja, haben sie die Menschen auch mal schön gemalt? Zurück. Schatzkarten. Nein, zurück. Alter, da. Schatzkarten. Jawohl. Ja, damit. Und wir haben die nächste Schatzkarte. Das heißt, nix damit rennen starten. Wir werden uns jetzt Schätze erstmal sammeln. Genau, da war ja was. Schätze. Ja, nur die Besten. Scheiße. Geh runter, Mama mia. So, da wir jetzt erstmal wieder Schätze sammeln, werden wir hier wieder einiges, ne, wieder, ja, zurückbekommen. Wir werden hier, glaube ich, erstmal unten und dann uns oben. Ja, erstmal. Entschuldigung, erstmal unten voranarbeiten. Jo. Genau, Sondersteuern. Genau, die Steuern. Da war, kann man ja, ne? Alter! Echt jetzt, Ezio? Ich wollte klettern, du Vollpfosten. Und nicht runterspringen. Nur weil jemand sagt, geh runter, geh runter. Weißt du was? Beculo! Beculo! Bla bla bla. Du wirst jetzt,
Oh. Warte. Ah, nein! Hat er mich jetzt echt mit einem Pfeil getroffen, der Pisser? Zweiter Pfeil. Wow, da ist eine Leiche. Ja, so breitbeinig. Ja, egal. So, Leute. Wir sind hier mal wieder auf den Dächern. Oh, scheiße. Shit. Wir sind hier mal wieder auf den Dächern von Florenz und wir werden uns in der nächsten Folge natürlich wiedersehen und ne, auch mit einem Unterhalt hören. Ja, ich werde mir, glaube ich, einen heißen Tee mit Honig machen oder heiße Milch mit Honig, aber je nachdem werden wir mal sehen. Mal schauen, was ich dann mache. Oder ich werde mir einfach einen Joghurt nehmen. Es wäre schön, dass ihr ein Abo da lasst, ein Feedback und natürlich ein Däumchen nach oben. Und dann komme ich noch zu Sachen. Da haben mich welche angeschrieben, über Facebook natürlich, privat über Messenger. Und da will ich euch jetzt mal gleich was vorlesen oder was. Ich habe mir da Notizen gemacht, was der andere jeweilige geschrieben hat. Aber das werden wir halt in der nächsten Folge von Assassin's Creed 2 besprechen. Und ich sag mal, bis dann, viel Spaß, ciao, ciao, macht's gut.